Die besten Tricks für Terra. Taktik, Ausrüstung, Game Modes, alles in diesem Video. Terra ist im Moment sehr stark. Ich empfehle sie jetzt zu spielen. Wenn du nah am Gegner dran bist, sodass alle Klingen treffen, ist sie sehr stark. Sie kann mit ihrem Angriff gut mehrere Brawler treffen, die nah beisammen sind. Und lädt dann sogar ihre Super schneller auf. Wenn sie gegen Brawler mit viel HP kämpft, macht zuerst aus der Distanz Schaden, dann ziehe sie mit der Super und erledige sie mit ihrem Hauptangriff. Damit das funktioniert, solltest du immer schauen, dass ihre Angriffe voll geladen sind, bevor du die Super anwendest. Sie lädt nicht so schnell nach. Wenn ihre Super geladen ist, versuche so viele Gegner wie möglich zusammenzuziehen und anzugreifen. Extrem stark ist ihre Super, wenn sie in Kombination mit der Super von anderen Brawlern verwendet wird. Zum Beispiel Dynamite, Frank oder Spike. Oft kannst du mit ihrer Super ein ganzes Team erledigen. Mit der Super kannst du auch Gegner von Zielen wegziehen. Sehr nützlich in Volleyball. Wenn du von schnellen Brawlern wie Primo oder Crow verfolgt wirst, kannst du die Super hinter dich werfen, um sie auszubremsen und zu entkommen. Mit dem Mittelpunkt der Super kann sie auch Mauern beschädigen. Das ist sehr nützlich in Brawl Ball vor dem Tor. In welchem Game Mode ist sie gut? Tatsächlich ist sie im Moment in jedem Game Mode gut, außer die Map ist sehr offen und du kämpfst nur gegen Distanz-Brawler. Welche Ausrüstung? In Tresorraub ist ihre Star Power Dunkles Portal sehr gut. Der Schattengeist hat zwar wenig HP, macht aber ganz ordentlich Schaden. Er ist schnell und kann versteckte Brawler finden. Die Star Power Heilschatten holt einen Heiler ins Spiel. Er ist ebenfalls schwach, aber heilt ganz ordentlich. Aber Achtung, der Schatten kann dich verraten, wenn du dich in Büschen verstecken möchtest. Das Gadget Psycho-Verstärker ist nützlich auf Maps mit sehr vielen Büschen, weil du die Gegner dann siehst. Die Schattenspieluhr kann Gegner angreifen oder zusätzlich Tresorschaden in Tresorraub machen. Oder du kannst die Schatten verwenden, um dich zu schützen und Schüsse von Gegnern abzufangen. Bei den Gears nehme ich das epische Begleitstärke und zum Beispiel mehr Schaden. Viel Spaß und Erfolg mit Terra!